Außer für die Werkstatt. Reifen, Scratchy und Spiegel sind sauteuer bei mir. Da gucke ich halt auch immer so rein, dass wir halt wirklich viel auf Vorrat kaufen. Damit wir halt auch nicht darauf angewiesen sind, die zu kaufen, wenn die im roten Bereich sind, weil dann wird es wirklich teuer. Und ich habe das Gefühl, ich muss auch langsam mal wieder Benzin nachbestellen. Naja, so. Oh, 1,75 ist gerade saugünstig. Reicht nicht ganz. Okay, ich muss noch mal eben kurz ein bisschen was verkaufen. 1,75 kostet Benzin nur. Dann machen wir gleich den Tank einmal schön voll. Wer hupt denn da? Guck mal, wie die da alle rausstürmen wieder. Ist hier voll der Supermarkt einfach mittlerweile. Er kann eigentlich schon 24/7 nur noch reinigen. Hat er dann eine... Warum hat denn der so einen schwarzen Fleck auf der Hose? Also die Arbeitskleidung ist jetzt nicht optimal. Kraftstoffvorrat. Let's go. $7,56. Wir sind der reichste Chef der Welt. Hat nicht mehr genug Geld, um Angestellte zu bezahlen. Bei mir seit Tagen, also in-game so extrem teuer. Muss halt kaufen, sonst kann ich nicht reparieren. Ja, das haben wir, wenn das so weitergeht, bald bei den Autospiegeln. Wir haben halt hier nicht mehr so viele Autospiegel und auch eigentlich nicht so viele Autobatterien. Aber die Sachen sind hier halt leider teuer. Ich weiß halt nicht, wann sich die Preise mal aktualisieren. Oh nein, jetzt nicht ein Sonnensturm. Gut, müssen wir gleich ein bisschen sauber machen. Ist das laut auf dem Ohr? So, Ian, ey, dein Zwillingsbruder ist auch gerade da. So, Angestellte. Moment. Erstmal wieder bezahlen. $9,40. Und dann reinigen, Andrew. Andrew, du machst das einfach so super. Ich könnte mir keinen besseren Mann vorstellen zum Reinigen meiner Tankstelle als dich. Und ich finde es ganz gut, dass die Angestellten, glaube ich, nichts kosten, wenn die nichts machen. Dass du keine Fixkosten mit denen hast. Ich sehe jetzt aber noch nicht, dass hier irgendwo... die Abhilfe geschaffen werden muss. So, grüner Kraftstoff. Sandstorm Errungenschaft freigeschaltet. Wir hatten doch schon einen. So, hup, hup, hup. Nichts, ne? Oh, da kommt wieder einer in die Werkstatt. Okay. Ne, ich sehe ehrlich gesagt nichts. Also hier natürlich, aber die haben wir generell auch noch nicht aufgeräumt. Oh, Mayumi muss gleich mal eine Pause machen an der Kasse. Dann müssen wir mal fliegenden Wechsel mit Maria machen. Reifen. Ich weiß gar nicht, ob die
Maria überhaupt gut an der Kasse ist. So, nochmal einen Reifen bitte. So. Dann sagen wir mal. Ja, ich bin gerade beschäftigt. Okay. Ich kann sie halt gerade nicht wegschicken. Muss ich erstmal eben hier den Kunden fertig machen. Ah, okay, jetzt ist sie, glaube ich, weggegangen. Okay, wenn ich jetzt sage, Angestellte, sie macht jetzt Pause. Wie ist denn die Statistik? Cash Register Level, ich glaube 7 ist das höchste, was man immer erreichen kann. Ne, okay, der hat schon 8, alles klar, es geht also noch höher, das heißt, sie ist auch fast Level 8. Aufgaben, bediene die Kasse. Und hier Mitarbeiter bezahlen, let's go. Thank you, YouTube. So, Andrew ist nach wie vor am Reinigen. Maria zum Kassieren. Andrew hat Zeit. Der ist ja mittlerweile so routiniert, der kann sich das erlauben, sich Zeit zu nehmen für solche Sachen. Okay. Weiter upgraden geht gerade nicht. Immer noch nicht genug Geld für diese Aufrüstung. Okay, geht schon. Wir haben noch nicht genug Geld. Das Level der Tankstelle ist zu niedrig. Schließe weitere Ziele ab. Okay, das heißt, wir können nur den Workshop aktuell upgraden. Wie? Die Preise verändern sich ja halt auch einfach gar nicht, ne? So, können wir mal wieder eine Runde nachlegen. So. War fast alles. Snacks können wir wieder. Okay. Wow. Passt halt echt viel rein. So. Place 5. Place 5. Okay, geht nicht so viel. Whoa, whoa, whoa. Wait. Ah, da hat sie ein bisschen was falsch gemacht, die Arme. Wir sind stets bemüht. 59%, aber solange wir halt im Großen und Ganzen noch steigen in unserem Ansehen, ist mir das recht. Tja, gut, das haben wir halt nicht. Wow. So, hier. Nee, Zigaretten haben sie diesmal nicht so viel gekauft. Ja, das war dann alles. Oh, Kundenkraftstoff, Kundenwerkstatt. Oh, hab ich ganz vergessen. Stimmt, das muss ich ja gerade alles machen. So. Wow, super. So. Und so. Alles klar. So. Ich möchte gerne mal eine Autobatterie austauschen, wenn ich ehrlich bin. Okay, wieder Motoröl.
Ja, gut, das war jetzt. Aber ich meine, gut, 35 und das kostet, glaube ich, im Einkauf 9,90 Dollar oder sowas. Ich höre einfach immer nur dieses Gehupe. Ich glaube, immer um 0 Uhr aktualisiert sich das. Bin mal gespannt, ob wir heute die Herausforderungen noch abschließen können. Ja, das Eis, was du haben möchtest, ist nicht da. Tut mir leid. Und dann Kasse, wie die mich anguckt. Nach dem Motto, ey, du arbeitest hier und machst nichts. Was bist du denn für eine faule Socke? So, pass auf. Folgendes. Andrew. Reinigen. Ach so. Ja gut, bezahlen. Nochmal reinigen. Habe jetzt erst überlegt, ob ich die Maria jetzt wieder von der Kasse abziehe und dafür die Mayumi wieder kommen lasse. Aber ich lasse die jetzt mal durcharbeiten. Und Mayumi kommt dann später wieder. 1350 haben wir aktuell. Hallo, die Dame. Der Andrew ist mittlerweile so gut, er kann das. Der kann sich das erlauben. Luftsliding. Ja, der slidet sitzend durch die Luft und raucht sich dabei. Der ist so routiniert, der Andrew. Der kann ja, so gechillt nach hinten lehnen, rauchen dabei und reinigt die ganze Tankstelle. Der ist einfach ein. Der ist ein Meister mittlerweile. So, Kunde in der Werkstatt. Hauptsache, der reinigt auch dabei. So, Reifen da hinten sehe ich. Alles klar. Im Auge. Wie ich einfach durch die Luft fliegt. Ah, herrlich. Und dann Kraftstoff. Andrew, hier drin wird aber nicht geraucht, ne? Wir haben No Smoking Schild da vorne am Eingang. So, kann ich. Warte mal, ich kann doch hier eigentlich auch gucken, wie viel das Platz noch im Lagerhaus ist. Okay. Oh, und hier kann ich auch das sehen. Okay. Getränke sind noch da. Snacks sind da. Was ist das denn hier? Das ist Alkohol. Zigaretten sind noch ein paar da. Car Cleaning nichts mehr. Okay, ich muss auf jeden Fall für Car Cleaning nachbestellen. So, ganz ehrlich, wenn wir dabei sind. Wie gesagt, Zigaretten gehen immer. Alkohol. Ach komm, ich mach mal zweimal Naranja, weil da war in letzter Zeit immer sehr oft teuer. Und wie sieht es bei Hüten aus? Sind noch alle teuer?
So, let's go. Okay, oh, 3 Kraftstoffpunkte, alles klar. So, in der Werkstatt auch noch. Ach, Herr Jemine. Partybus! Ich muss eben kurz in die Werkstatt. Party, 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 Party. Andrew! Ich brauch dich. Alle bezahlen. Tankstelle reinigen. Die Kasse. Okay. Wenn die Partybus-Kunden da sind, dann brauche ich auf jeden Fall die Mayumi an der Kasse. Dann muss die Kassenchefin das machen. So. Kann nochmal eben kratzen. Wir machen neue Kratzereien. So, und dann hier einmal. Gluck, 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 gluck. Was haben wir denn noch? Oh, eine Autobatterie. Ja, ich darf einmal eine Autobatterie austauschen. So, was muss ich hier machen? Aus. Ein. Okay, das war jetzt relativ easy. Mal folgendes. Cool. Du gehst mal bitte gerade tanken. Ich mach mal die Kasse weiter gerade. Lieferung am Lagerhaustor. Weil ich kann hier nämlich gerade ein paar Trinkgelddinger sammeln. Das kann ich beim Tanken nicht so gut. So. Okay, da ist wieder was weggeflogen, wofür ich nichts kann. Ich höre irgendwas. Ah, es juckt. So. Na. Great job. I know. Du kommst mit dem Putzen kommen und hinterher. So, eine komische Maske. Ich frag nicht. Die sind alles Kunden, die können kaufen, was sie möchten. So. Und an der Werkstatt. Okay. Ich glaube, da muss ich die Maria mal eben hinschicken. Autos reparieren. Ganz viel Eis. Achso, ich dachte, er hätte einen komischen Hut auf. 21 Produkte, willst mich verarschen.
den Hüter rein. Nice. So, komm, der Nächste. Gehen wir weiter. Hier, zack. Nein! Verdammt. That's horrible. Ja, ich weiß, ich weiß. Ich muss zum Lagerhaustor, verdammt. Muss ich nach dem Kunden mal eben machen. Ich habe nämlich Angst, dass der nachher wegfährt. Dann ist unser Geld, was wir ausgegeben haben, weg. Das war echt viel. Weil wir einfach zu lange brauchen. Komm, Rainer. Zack, zack. Kann besser nachher ein Kunde böse sein. That'll do. So, that'll do. Komm. Mach ihn da. Zeit! Dicke Zeit, ganz ehrlich, Autos knacken. Interessiert mich gerade sowas von nicht. So, Entschuldigung, dass Sie warten mussten. Ich bin wieder da. Jetzt bin ich uneingeschränkt für Sie hier. Das bringt halt überhaupt nichts, das Auto knacken. Das, was wir da halt bekommen, das sind so Hüllen, die wir aufhängen können. So Kleinigkeiten halt. Diese komische Rakete, die irgendjemand im Kofferraum hatte, merkwürdigerweise. Och Mann, ey. Ich habe doch extra vorsichtig schon genommen. Du legst die Sachen halt so kacke dahin. Was kann ich denn dafür? So, neues Polizeicap. Herr Officer. Just as I wanted. Autos betankt haben wir schon abgeschlossen. So, zack. Ups, schwups. Okay, Partybus-Event ist erledigt. Andrew braucht ja immer eine Pause. Der ist so am Putzen die ganze Zeit. So. Zack. So. Folgendes. Ich mach mal eben die Mayumi. Darf Pause machen. Und die Maria geht dann wieder tanken. Angestellte mal kurz bezahlen zwischendurch. Wow, super. Und dann Kraftstoff. Okay, Mayumi und Andrew machen jetzt gerade Pause. Ist aber okay. Ich hoffe, dass ich dann gleich die nächsten Leute in der Werkstatt wieder selber machen kann. Ah, sie wollen also auch Officer werden. Alles klar. Kraftstoffstatus ist niedrig. Da müssen wir sofort Abhilfe schaffen. 1,75. Let's go. Ups.
Zwei Kunden noch. In Kraftstoff 2. Wir müssen so viele Leute in der Kraftstoffzelle. 5,19. Wir haben so gut wie gar nichts mehr. Das war knapp. So. Das Auto kann nicht aufgetankt werden, weil es keinen Kraftstoff an der Tankstelle gibt. Gleich ändert sich das wieder. So, der Elon kommt ja gerade schon. Überfährt noch ein paar Kunden. Kein Problem. So, dann gucken wir mal, dass wir hier mal eben... Klar, einmal alles. Und dann Kraftstoff. Kraftstofflieferung in der Tankstelle, okay. Packen wir mal kurz selber auf. So, Kunde an Kasse. Ich muss mal die Maria kurz bezahlen und dann tanken. Play 10. Okay, ist voll. Kraftstoff. So, hier waren wir, glaube ich, gerade schon. Ja. Okay, wir brauchen auf jeden Fall wieder Snacks. Place 10. Place all. Ich guck in die Leute rein. 3200. Ja. Und an der Werkstatt. Okay, wir haben jetzt 61 von 100. Dann würde ich sagen, Mayumi, du bist ja wieder soweit fit. Dann kümmere dich doch bitte mal eben um die Leute an der Kasse, ja? Ich möchte nämlich hier mein Schätzchen machen. Werkstatt. Die größte Abwechslung halt. Oh, wir brauchen dringend Produkte mehr. Oh, doch, da. Wir brauchen halt so viel Spiegel. Okay, der Müll ist voll. Das heißt, Andrew, auch du bitte Tankstelle reinigen. Katze, haben wir noch genug? Was sagen denn die Preise aktuell? Immer noch teuer. Das gibt's doch nicht. Ja, okay, ich muss halt kaufen, wenn es teuer ist. Ich muss jetzt... Ich brauche halt ein paar. Ist mir sonst einfach zu heikel gerade. Let's go. Die Scratch-Dinger holen wir auch nochmal wieder ein paar. Brauchen wir jetzt nicht unbedingt, aber ist halt gerade günstig. Und ne, besser so auf Vorrat, als wenn wir später Probleme bekommen. Die steht dann immer nur hier und betankt.
2400 wirst du. Obwohl, ne, ich noch grade ich nicht ab, weil wir gerade den Wagen unterwegs haben. Aber ich kann mal Folgendes machen. Bringt zwar nicht ganz so viel.